So, ein wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu Klickerhebung Folge 4. Was jetzt? Ja. Ich habe gerade Hirncrash gehabt. So, Vollbild und dann Play. Du bist die Play-Button. Newton. Billionen Euro. War nicht mal so schlecht. So, dann machen wir direkt hier die Autoklicker wieder auf. Bom. So. Okay. Was wir tun ist, das Ding uns mal anschauen. Wir können uns einem Art Clan anschließen, brauchen dafür aber natürlich erstmal ein Nickname. Jetzt ist die Frage, ich habe ja bereits mittlerweile ein paar Nicknames in Verwendung. Mein offizieller Name ist Ronny Bartmann. Das ist der, wie ich hier heiße. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil ich würde mich gerne dem Clan hier anschließen. Oder wir können auch ein Let's Play Clan machen. Vielleicht sollte ich doch eher als Let's Play Clan das Ganze machen. Wäre das sinnvoll? Macht das Sinn? Eigentlich eher nicht so, ne? Weil die Sache ist halt, ich nehme mal halt 3 Wochen im Voraus auf. Das heißt, ich trete erstmal mit meinem eigenen Clan mit bei. Mal gucken, vielleicht später können wir immer noch den globalen Clan machen. So, genau, Ronny Barton ist in Verwendung, Walker ist in Verwendung. Dann nehme ich jetzt, mache ich Ronix. Aber Ronix, ich habe doch auch schon mal Ronix verwendet. Hey, gibt es nicht den Namen Ronix schon? Nickname ist Ronix. Find a Clan. So, mein Clan ist. Wie heißt denn der? Gott. Ach, der Clan heißt Ronix. Ah. Wow, jetzt ist Ronix Teil von Ronix. Ja, das hier ist meine Browser-Version, die ich vor dem Let's Play hatte. Die habe ich jetzt überschrieben mit dem Let's Play. Und das hier ist meine Handy-Version. Wer Bartmann ist voll aufgeschrieben, wird hier nur zum Teil angezeigt. Request join. Your request has been sent. So, dann gucke ich mal. Kann ich jetzt hier aktualisieren? Okay, I keep writing. Cancel my request. Refresh. Genau. So, jetzt müsste ich mich eigentlich hier sehen. Member? Nein. Manage? You have not request to join your clan? Na klar, habe ich einen. Okay. Muss ich hier auf Refresh gehen? Ah, jetzt. Okay. Ronix. Einmal annehmen. Bumm, jetzt bin ich drin. Jetzt gehe ich hier auf Refresh. Jawohl. So. Yay! Woo! Ich bin im Clan drin. Nicey. Das hat ja mit der alten Version auch nicht funktioniert gehabt. Bei der Version ging ja, da hat's ja, ne, hat gar nichts funktioniert. Clan gab es ja nicht mal. Von daher. Schön zu sehen, dass es jetzt klappt. So, du kannst mal wieder weggehen. Genau. Was ist eine Gilde? Eine Gilde, sag schon Gilde die ganze Zeit. Ein Clan ist nichts anderes, als dass mehrere Spieler zusammenspielen. Der Vorteil dabei ist, es gibt für den Clan auch so eine Clan-Monster. Also quasi, man hat ja hier seine Monster, die man bekämpft. Und dann gibt es auch noch quasi für den Clan. Gibt es noch extra Monster, die man als Clan bekämpfen muss. Da kann man quasi pro Tag einmal kämpfen. Und der Vorteil ist an den Clan, wenn man den bekämpft, bekommt man für den Boss, wenn man ihn tötet, bekommen alle Mitglieder dieser Gruppe bekommen quasi Hero Souls. Finde ich ganz cool, finde ich ganz nice, mag ich persönlich sehr. Wir sind hier gerade irgendwie ganz schön langsam. Wieso sind wir denn so langsam? Alter, was ist denn hier los? Ach, schade. Das heißt, bei dem Clan
bin ich der Schwächste. Ja, das bei dieser Serie sind andere Personen. Wer genau, sage ich nicht. Übrigens, Benny, betrachte dich als gegrüßt. Und das Schöne ist, dadurch, dass der Clan existiert ja bereits, das heißt, in dem Clan habe ich als Ronny Bartmann ja bereits gestern und heute die Monster umgebracht. Und von dem aktuellen Tag und dem gestrigen Tag kann ich mir also, weil ich dem Clan beigetreten bin, obwohl ich das Monster gar nicht bekämpft habe, trotzdem die Belohnung abholen. Und die Belohnung sind Hero Souls. Was Hero Souls sind, erfahren wir später. Genau, heute auch nochmal. Kann ich mir auch wieder für heute und für gestern jeweils die Belohnung abholen. Und ab morgen wird dann gekämpft, quasi. Also ab morgen muss ich dann erst wieder für morgen dann kämpfen, klar. Today's Raid, der nächste ist in 3 Stunden. Ja. So, Hero Souls. Was Hero Souls sind, ist, man bekommt für... Also wir sind ja jetzt Level 55 und ab Level 100 hat man die Bosse, die hier kommen. Sind quasi besondere Bosse und... Oh, das schaffen wir gar nicht. Hier, was ist hier los? Okay, schaffen wir's. Neu starten hier. Für diese Bosse bekommt man sogenannte Heldenseelen. Das macht keinen Sinn. Warum steht hier Hero? Hero heißt doch Helden. Ach. Ach so, ja. Ich bin ja bescheuert. Heldenseelen? Egal. Auf jeden Fall, also bekommt man diese Heldenseelen. Und diese Heldenseelen sind quasi, ja, Booster. Man bekommt quasi pro Heldenseele bekommt man 10% Damage Bonus dazu. Das heißt, dieser Wert hier oben und auch der untere Wert wird jeweils um 10% erhöht. Dadurch, dass wir 8 haben, haben wir also quasi 80% Bonus. Also haben wir jetzt quasi fast das Doppelte. Aber der eigentliche Zweck von denen ist, dass man die auch quasi verwenden kann, um damit Antiken zu kaufen. Heißen die Antiken? Das muss ich mal überlegen, dass ich dazu irgendeinen Scheiß erzähle. Was bedeutet das Wort ganz genau? Uralt. Ja doch, genau, sind Antiken. Genau, Antiken. Genau, kann man diese Antiken kaufen, das sind quasi Statuen. Um diese Statuen zu kaufen, braucht man diese Heldenseelen. Und diese Statuen haben dann besondere magische Kräfte. Zum Beispiel gibt es halt diese Statue. Man sieht auch, es ist immer so ein kleiner Teller, wo die drauf markiert sind. Das sind also quasi wie Figuren, die man sich irgendwo hinstellen kann. Dieser hier erhöht quasi pro Klicker, den ich habe, den ich nicht benutze, also in dem Fall gerade keinen. Jetzt wäre es einer, jetzt wären es zwei. Pro Klicker, den ich nicht benutze, würde ich hier 10% Damage Bonus bekommen. Während ich nicht klicke. Also, ja. Es gibt bei Clicker Heroes quasi das Idlen und das aktive Spielen. Aktiv ist immer dann, wenn man selber klickt. Und inaktiv, also idlen, ist immer dann, wenn man selber nicht klickt, wenn also auch kein Autoklicker aktiv ist. Also das ist jetzt quasi idlen. Und sobald ich klicke oder ein Autoklicker involviert ist, ist man quasi aktiv. Und wenn man halt nicht aktiv ist, dann bekommt man hier halt quasi Bonus. Und zwar 10% pro Autoklicker. Man kann diese Figuren aber auch hochleveln. Das sieht man dann hier unten in der weißen Liste. Bei Level 2 bekommt man pro Autoklicker 20% Bonus, bei Level 3 30% und so weiter und so fort. Und er hat kein Maximum. Das heißt, man kann die bis Level 3 Millionen leveln, dann bekommt man halt 30 Millionen Prozent Bonus. Er hier hat einfach Klick-Damage allgemein. Das heißt, wenn man ihn kauft, hat man, egal ob man idelt oder nicht idelt, 20% Klickschaden dazu. Also hier der Wert wird wieder um 20% erhöht.
Bei Level 2 dann halt 40, Level 3 60, also quasi 20% pro Level, wie man den hochlevelt. Er hat, dass man quasi mehr Gold bekommt von den Monstern, aber auch wieder nur, wenn man idelt. Heißt also, dass er selber nicht klickt. Man merkt also schon, es teilt sich in verschiedene Welten ein. Es gibt einmal die Antiken, die dafür zuständig sind, wenn man nicht klickt. Und dann gibt es welche, die sind dafür, wenn man klickt. Und dann gibt es auch noch welche, die sind für beides, aber das ist dann spezial. Und das Allerbeste ist aber er. Er ist so kleine, er hat so eine kleine Sonderrolle. Oh, ich bin gar nicht im Vollbildmodus. Okay, man sieht es trotzdem nicht. Wie hässlich. Er fügt eine Combo ein. Und die ist krank geil. Pro Klick, den ich klicke, bekomme ich quasi eine Combo. Und pro Combo erhöht sich mein DPS um 0,01%. Das heißt, wenn ich jetzt 10 Mal geklickt habe, habe ich 10, also ist meine Combo quasi bei 10. Und ich bekomme also quasi 0,1% dazu. Klingt nicht nach viel, aber wenn ich jetzt angenommen 10.000 Mal geklickt habe, was mit den Autoklickern nicht schwer ist, dann habe ich 10.000 mal 0,01%, das heißt also 100% DPS dazu. Und das ist fucking geil. Deswegen werden wir den jetzt auch einfach mal benutzen. Und schwupp, sehen wir, okay, wir haben jetzt alleine schon 18.000 Mal geklickt. Oh, wir haben Fisch. Und das heißt, wir haben quasi 19.000 mal 0,01%. Das heißt also insgesamt kann man die letzten beiden Stellen immer wegnehmen. Dann haben wir 193% Damage dazu bekommen. Und wie gesagt, man kann ja alle leveln. Das heißt, wenn ich den jetzt auf Level 2 hebe, der ist ja gerade Level 1, bumm, bekommen wir 0,02% pro Combo. Das heißt, wir haben jetzt schon 400% dazu. Und das ist schon geil. Das ist nicht gerade schlecht. So, jetzt haben wir quasi den einen gekauft. Das heißt, es kam dafür ein anderer neuer dazu. Weil es ist immer so, es gibt nicht nur die vier, die hier sind, sondern es gibt noch ein paar mehr. Man sieht aber immer nur vier. Und immer wenn man einen kauft, kommt dafür ein anderer dazu. Und wenn einem keiner von denen gefällt, dann kann man quasi eine neue Auswahl bekommen. Wenn man aber einen kauft, kostet das natürlich Hero Soul. Genauso wie das Hochleveln auch Hero Souls kostet. Das Neue bekommen kostet aber auch Hero Souls. Ist gerade am Anfang ganz wichtig, weil da hat man nicht so viele. Ne, wir haben ja gerade mal 5, jetzt noch übrig. Das heißt, wenn ich jetzt die 5 mal raufklicken würde, könnte ich mir keinen mehr kaufen, weil... Ne? Hä? Hero Souls sind alle. Und es ist auch so, immer wenn man einen Außenseiter kauft, einen Antiken kauft, Außenseiter kommt später, wenn man einen Antiken kauft, kostet der nächste am Anfang mehr. Das heißt, er hat jetzt ein Hero Soul gekostet. Wenn ich jetzt noch einen kaufen würde, würde mich das 2 kosten. Wenn ich den jetzt gekauft hätte und noch einen dritten kaufen würde, würde mich das schon 4 kosten. Der nächste 8, 16, 32 und so weiter. Das gilt aber nur fürs Kaufen. Das Hochlevel bleibt normal. Das heißt also, das erste Level kostet dann halt, also das zweite Level kostet 2, das dritte Level 3. Bei den Standardviechern, also bei ihm jetzt zum Beispiel, ne, Level 2 kostet 2, Level 3 kostet 3, Level 4 kostet 4, sieht man da ja. Und dann gibt es aber auch noch solche wie den hier oder er, da kostet Level 2 2, Level 3 kostet aber schon 6 und Level 4 8, wird also teurer. Ja, so, wollen wir aber erstmal nicht, wir begnügen uns erstmal mit dem hier, das heißt mit unserer schönen Combo und haben noch 5 Heroes Holz übrig, das heißt wir haben einmal ihn und zusätzlich noch 50% Damage dazu. Also relativ gutes Bild mittlerweile schon. Für den Anfang gar nicht mal so schlecht. So. Dann wollen wir jetzt mal hier noch ein paar Level kaufen. Sehr schön. Hab gerade ein Achievement bekommen, dass ich 10 Billionen überstiegen habe. Nice. So. Ja, da merkt man schon jetzt mit den Hero Souls und dem Agent sind wir mittlerweile so stark, dass wir mittlerweile einfach nur noch durchrasen.
Es hält nicht ewig an, klar, man muss die natürlich auch später hochleveln, aber es ist erstmal ganz schöner Boost. Es geht verdammt schnell. Wichtig ist aber, wie gesagt, diese Combo, die bringt natürlich nur dann was, wenn man selber auch aktiv klickt oder halt Autoklicker hat. Denn, und das ist wichtig, diese zählen nicht unendlich hoch. Weil wenn ich jetzt aufhöre zu klicken, also jetzt klickt die Autoklicker nicht und ich klicke nicht, also ne, wenn ich klicke, sieht man ja, der Wert wird immer um 1 erhöht. Und wenn ich aber nicht klicke, bleibt der Wert zwar, wird aber nach, jetzt muss ich lügen, so knapp 5 Minuten, also noch ungefähr 4 Minuten und 40 Sekunden, wird man aber aus dem aktiven Modus rausgenommen und hatte ich ja gesagt, wenn man nicht klickt, ist man quasi inaktiv. Und sobald man in diesen inaktiven Modus kommt, nach 5 Minuten lang nicht mehr klicken, dann wird dieser Wert zurückgesetzt auf 0. Das heißt, wenn man irgendwie nach 10 Minuten dann wieder klickt, beginnt er wieder bei 1. Das heißt, wenn man diese Combo verwendet, dann muss man auch durchweg klicken, damit sich der Wert wirklich erhöht und auch bleibt. Und deswegen ist halt dieser Jojo, nenne ich ihn gerne, weil er halt aussieht wie so ein Jojo. Ansonsten ist diese Combo halt immer dann am effektivsten, wenn man Autoklicker hat, weil die klicken einfach die ganze Zeit. Außer man schließt das Programm. Das heißt, jedes Mal, wenn wir das Spiel öffnen, wenn wir also eine Aufnahme beginnen, beginnt die Combo auch wieder bei 0. Das ist so ein kleines Wermutstropfen-ähnliches Gedöns, aber trotzdem ist die Combo halt geil, weil die ist halt unglaublich stark und wird noch stärker. So, der nächste Boss steht vor der Tür. Den schaffen wir locker, zumal wir hier ja noch ein paar Autoklicker haben. Und ja, wie gesagt, es gibt halt mehrere Typen. Und wir werden aber, wie gesagt, uns auf das Aktive konzentrieren. Das heißt, wir werden uns zum Beispiel denn als nächstes den Inyo holen, während wir den, den und den komplett ignorieren werden. Weil die sind halt alle für passiv. Die beiden hatte ich ja schon erklärt gehabt. Und er macht quasi das gleiche wie er hier, nur halt, dass er quasi den DPS-Wert erhöht, wenn man inaktiv ist, um 25%. Oder halt dann für die nächsten Levels dann 50, 75, und dann steht er hier da unten. Ne? Aber wie gesagt, das ist halt alles für inaktiv spielen. Und da wir Autoklicker haben und die auch verwenden werden, sind wir also aktive Spieler. Und werden uns auch erstmal darauf konzentrieren. So, 16% Achievement haben wir bereits mittlerweile. Lol. Gehen wir mal zum nächsten Level. Ich glaube, mit 65 werden wir noch nicht schaffen. Das wird noch ein bisschen heftig werden. Ich werde es aber einfach mal versuchen. Wir können hier noch ein paar Level kaufen. Ich würde aber gerne erstmal dich hier auf Level 10 bringen. So. Der erhöht den Gold, was man findet. Ist ja interessant. Was machst du? Eigenschaden, na gut. Na gut, also, okay. Level 65 schaffen wir doch. No problemo. Hier auch. Ach komm, hier direkt hier. So. So. Alle schon auf Level 25. Den schaffen wir noch nicht auf 25. Ne, ist so teuer. Dafür holen wir uns mal den hier unten. Da sind wir so stark, da schaffen wir Level 65 locker. Das ist ja hier, guck mal, wie das durchrattert. Ist ja hier. Wir bräuchten eine Geschwindigkeitsbegrenzung hier. 30er-Zone oder so. Ach ja. Sehr schön. Wir haben bereits einen Clan, wir haben bereits Hero Souls. Das geht ja echt ratzfatz hier. Ich meine, okay, ist halt schon die 4. Folge. Das heißt, wir spielen mittlerweile schon seit fast 2 Stunden. Aber trotzdem, für 2 Stunden ist auch das schon verdammt schnell. Was halt daran liegt, dass wir halt einen Clan beitreten können. Das ging ja mit der alten Version nicht. Deswegen, die alte Version, unser altes Let's Play, das kannst du komplett in die Tonne treten. Das war ja. Da hatten wir ja nur Pech gehabt. Da hat ja gar nichts funktioniert. Das, was vorhanden war, hat nicht funktioniert. Aber es war vor allen Dingen auch nur die Hälfte vorhanden. Also, es wird schlimmer und schlimmer. Bist du teuer? Ah. Komm schon, ich will dieses Upgrade haben. Gib es mir.
360.000. Oh Gott, doch, doch. Ah, perfekt. Sehr schön. So, schauen wir auch schon das nächste Level. Also den nächsten Boss. Wir sind mittlerweile eigentlich schon quasi fertig. Wir können mittlerweile fast aufhören. Ach so, na gut. Und ich habe natürlich die Autoklicker. Kommt natürlich auch noch dazu. Bei meinem alten Let's Play, da musste ich ja warten, bis wir die Autoklicker hatten. Das habe ich ja jetzt so vorgezogen, damit wir nicht, ne, damit wir nicht so lange warten müssen. Von daher boostet das ja auch schon ganz schön. Weil die Klick-Kombo wäre ohne Autoklicker quasi gar nicht möglich. Weil einfach so mit der Hand 10.000 Mal klicken ist möglich, aber nicht schön. Da kannst du dir gleich danach einen Besuch beim Arzt reservieren. Und den Arzt kriegst du nicht mit Diamanten bezahlt. Also, wenn du echt Diamanten hättest, könntest du damit auch einen Arzt bezahlen, aber dann brauchst du auch keinen Arzt mehr. Dann bist du so reich, dann hast du privat Klinik in deinem Haus. Dann kommt der Arzt bei dir zu Hause ans Bett. Vor allem kommt dann dein Arzt bei dir ans Bett. Aber ich glaube mal nicht, dass irgendwelche reichen Leute zu irgendwelchen öffentlichen Ärzten gehen. Die haben alle ihre eigenen Ärzte, ihre persönlichen, ja, Privatärzte halt. So. Oh, okay, beide schon auf Level 25. Na, Halleluja. Das ist auch wieder für Gold, genau. Das ist wieder Eigenschaden. Okay, ist auch wieder Eigenschaden. Schade eigentlich. Aber reicht ja. Alter, wir sind gerade so scheiße schnell. Also ich weiß noch, bei meinem ersten Let's Play, beim ersten Clicker Hero Let's Play, da haben wir für die ersten 100 Level, weiß nicht, 10 Folgen gebraucht oder sowas. Da haben wir ewig gebraucht. Das geht jetzt schon doch definitiv schneller. Aber sowas von schneller. Können wir quasi schon bald unsere erste Ascension machen hier. Gut, dann würde ich aber mal sagen, wir machen trotzdem dann erstmal Pause. Und dann machen wir mal in der nächsten Folge weiter. Dann auch leider wieder mit der neuen Combo, weil ich werde jetzt in. Ich habe damals im alten Let's Play, hatte ich das so gemacht, dass ich den Browser durchgelaufen lassen habe, dass die Combo quasi immer weiter gewachsen ist, auch zwischen den Folgen. Das will ich jetzt aber nicht nochmal, nicht mehr machen. Das ist einfach. Nee. Ist mir zu viel Arbeit, den Browser offen zu halten, außerdem zu CPU-Verschwendung. Ja, mache ich also nicht nochmal. Gut, da würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schau mit V.